Willkommen in unserem Gedankenfahrt-Podcast-Special Follow Me, Follow You. Und das Intro habt ihr schon im Podcast. Also bin ich gespannt, ja, wie eure Bewertungen sind. Ich bin auch für radikal ehrliche, ja, Rückmeldungen, Feedbacks, ja, dankbar. Wenn ich dir folge, folgst du mir. Ist ja eigentlich Angebot, ja, und aus dem Angebot, das ich angenommen habe, ja, entsteht dann ein, ich gebe dir etwas, ja, ein Ausgleich. Und dieser Ausgleich, wir haben eine Baustelle, da wird das Haus abgerissen, ganz schön heftig, und dieser Ausgleich ist etwas, was kostenlos in Gegenleistung geschieht. Wenn du etwas für mich tust, dann tue ich etwas für dich. Das kann eigentlich selbstverständlich sein, ja? Aber was ist, wenn der andere dich nicht kennt und du einfach nur ein begeisterter Mensch bist, der diesen Menschen super findet und das, was er tut, und du dann deine Energie auch etwas da reinsetzt, ja? Die Beiträge, die du gut findest, für andere auch noch mehr zugänglicher zu machen, auch postest. Repost nennt man das, glaube ich mal, in meinen Gedankengängen. Und wenn wir dann so schön, ja, ein Repost gemacht haben, ja, und du dann voll begeistert bist, weil dann auf einmal der Mensch, den du dann, ja, so begeistert gepostet hast, ein Feedback gibt von dem, was du gerade gemacht hast, er es schön findet, ja, mit einem kleinen Herzchen, oder es repostet, re-repostet, ne? Und dann auf einmal wird das doppelt und dreifach und überall in der Story gezeigt und, ja, du weißt gar nicht mehr, wie du kommunizieren kannst, weil du willst diesen Menschen nicht auf die Nerven gehen. Und dann baust du so eine Beziehung auf zu den Menschen, weil du nur noch eine Bestätigung dafür gibst, dass das, was der andere Mensch tut, ja, super wertvoll ist. Wenn du etwas für wertvoll hältst und dieses dann postest und andere es auch wieder für wertvoll halten, dann ist das quasi der Zinseszins der gegenseitigen Hilfe. Und das ist wirklich eine hochinteressante Sache. Denk doch mal drüber nach. Ja? Das kann man auch aus diesem Social-Media-Kram rausnehmen. Und dann sagen wir mal, helf mir ein Loch zu buddeln, ja, dann helfe ich dir auch ein Loch zu buddeln. Helf mir, diese Schwierigkeit zu lösen, und ich löse für dich auch eine Schwierigkeit. Das kannst du aber auch umdrehen und in Bezug zu etwas setzen, was, ich sag jetzt mal, wie eine Feier ist. Ich lade dich ein, ja, und dann, wenn du Lust hast, darfst du mich auch einladen. Es würde mir eine Freude sein, dieses Angebot annehmen zu dürfen, wenn du mich fragst, ob ich bei dir sein darf, mit dir Zeit verbringen darf. Denn ich finde dich sympathisch, ja, und möchte dich näher kennenlernen. Die Frage ist ja immer, welches Niveau wird gehalten, wenn wir etwas für jemand anderes tun? Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass der andere sagt, ey, warum postest du über meine Sachen? Ja? Das, was du da drunter schreibst und sowas, das ist nicht so mein Fall, lass das mal. Ne? Oder andere sagen, es würde mir sehr gefallen, wenn du bitte nicht mehr meine Beiträge, ja, oder andere Dinge von mir in deiner Story verwendest. Natürlich geht es auch, dass der sagt, der Mensch, bitte verbinde mich nicht mehr, ja, mit deinen Geschichten, die du postest, weil das nicht zu meinem, ja, Lebensstil passt oder zu den Dingen, für die ich stehe. Ja, das darf man alles akzeptieren, ist auch wichtig. Aber wenn man in Harmonie lebt, in Beziehung, ja, mit dem Gegenüber, mit dem Menschen, wo man da gerade irgendwie meint, guck mal, der hat ähnliche Gedankengänge, der lebt in eine ähnliche Richtung, oder der andere, oder, also nicht, nicht
sondern die gleichen, ja, Werte inne. Der möchte anscheinend auch in die Richtung gehen, anderen Menschen zu helfen, ja, die Gesundheit aufzubauen. Und das ist seine Berufung. Und das war eine schöne Sache. Und da ist gerade was fett krasses an der Windschutzscheibe geplatzt. Ja, ist auch schon mal der Fall, ne? Dass irgendetwas platzt. Weil es mit so einer hohen Geschwindigkeit auf etwas anderes geprallt ist. Und genau das kann auch passieren, wenn wir ja, zu stark Begeisterung zeigen für andere Menschen und dann enttäuscht werden. Dann kann diese Blase, ja, diese Sympathieblase, dieses Bild, was wir uns selber erschaffen haben von diesen Menschen, ja, gesprengt werden. Und dann sagen wir, oh mein Gott, ist gerade eine Welt für mich zusammengebrochen, weil der Mensch ist ja gar nicht so, wie er sich da zeigt. Oder warum bin ich nicht in seinen Augen so sympathisch wie er in meinen? Das ist dann wieder ganz krass in der Beziehung, ja? Wenn Menschen sich gegenseitig näher kommen und sowas. Da gibt es oft starke Verblendungsunterschiede. Ja? Viele sind da in seltsamer Fantasie, ja, gefangen und bilden sich irgendwas ein. Und andere sind da sehr realistisch. Und dann kann das schon mal in den Augen des anderen, ja, wie der letzte Punkt, Punkt, Punkt sein. Ne, darum achtet mal drauf, wie das Umfeld so reagiert, wenn ihr etwas meint, was ihr Gutes tut für den anderen. Ne, denn Äpfel fallen nicht weit vom Stamm. Und die Frage ist immer, was für Äpfel sind das, was für ein Stamm. Ja, sind das Pferdeäpfel, sind das Äpfel vom Apfelbaum? Ja, oder wer weiß, was für Kugeln die irgendwo rum wollen oder herkommen. Wenn wir aber uns wirklich mal tief damit beschäftigen und anderen Menschen einen Mehrwert bringen möchten, ja, dadurch, dass wir ihre Arbeit unterstützen, dann dürfen wir auch schauen, womit wir sie unterstützen, auf welche Art. Das mal hier mal auch etwas an harten Fakten nennen. Harte Fakten sind etwas, was du wirklich recherchiert hast. Und wenn du sagst, was er schreibt, das hat er wirklich Hand und Fuß. Was sie schreibt, das ist ja wirklich fantastisch und das ist wirklich, ja, auf den richtigen Ebenen sehr fundamental korrekt. Dann kannst du das auch noch mit deinem Wissen untermauern. Ja, wenn du sagst, das und das ist super, ja, und wenn man noch das und das dazu nimmt, dann ist das, ja, nochmal um einen wesentlichen Grad gesteigert. Und ich finde, die meisten Menschen haben Angst, sie zu verbinden oder hier mal sowas zu sagen. Und ich glaube, dass auch viele Menschen denken, was erzählt der Mensch denn da gerade? Das ist doch voll der Spinner. Hi, mein Name ist Dennis Kuhl, ja, und ich mache das, was ich für richtig halte. Dir muss es nicht gefallen, ja. Du musst auch nicht dahinter stehen, was ich tue. Ne? Aber du kannst ja mal selber sowas machen, wenn du es möchtest. Denn jeder ist frei in seinem Leben, in seinem Handeln. Und wenn er das nicht hat, dieses freie Handeln, dieses Streben nach etwas, was ihn erfüllt und was ihm gefällt, ja, das ist dann die Berufung. Andere sind ja nur in der Sklaventreiberei gefangen. Ja? Und ich finde, wenn man eine Berufung gefunden hat, weil etwas, was man gerne macht, dann ist das viel einfacher, viel schöner damit zu leben, oder? Oder hast du Stress, morgens aufzustehen, bist schon frustriert und hast Angst, ja, was der Tag so bringen mag. Ich stehe morgens auf, recke mich und strecke mich, mache ein bisschen Gymnastik und sage, yeah, heute wird ein guter Tag. Ich schenke den Menschen ein Lächeln, ich bringe die Menschen zum Lächeln, ich wachse über mich hinaus. Und dann stelle ich mich unter meine selbstgebaute Glocke, bong, schlage sie ein paar Mal, ja, stelle mich da drunter, strecke mich nochmal, drehe mich nochmal, ja, schon nochmal alle Gelenke und alle Muskeln ein bisschen bewegen, nehme die Schwingungen auf. Ja, mach nochmal hier und da und dann sage ich, los geht's. Ja? Und dann bin ich unterwegs. Und dann lächle ich auch. Weil das Lächeln aus mir herauskommt und nicht aus irgendwelchen inneren Verblendungen. Ja? Hier, Spritpreis gerade, sehe ich. Ne? Wir haben hier Diesel 1,989, Super 1,969, wen es interessiert. Ja, nur mal für die Zukunft festgehalten. Wir haben irgendwie Ende April 2022.
Ja. Und weiter geht's. Und wenn du dann den Menschen, ja, da ist ein Motorradfahrer hinter mir, der jetzt irgendeine kuriose Sache machen möchte wahrscheinlich, aber ich blinke schon mal zum Einkaufen, dass er mich überholt und ich ihn ramme. Denn wenn wir manchmal Menschen angehen, ja, nur weil wir meinen, wir tun etwas Gutes für sie, dann kann das auch den gegenteiligen Effekt haben. Ja, dessen dürfen wir uns immer bewusst sein, dass nicht immer alles das, was wir tun, ja, auch vom Gegenüber so wahrgenommen wird, was du meinst, was du tun wirst. Ja. In diesem Sinne schauen wir mal, wie das Leben so weitergeht. Ich sehe gerade, dass ganz schön viele zu dieser Uhrzeit einkaufen gehen. Ja, wir wollen schon Leergut wegbringen. Was gibt's denn hier? Klopapier umsonst oder was? Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, follow me, follow you, heißt eigentlich im Grunde nur, jetzt kommt das Outro, dass wir gemeinsam etwas aufbauen können, wenn wir es möchten. Und es muss auch nicht sein, dass du den anderen kennst, ja, aber in diesem Social Media Gedönse, ja, gibt es natürlich immer die Verflechtungen und die Möglichkeit zu gucken, wer folgt mir denn gerade oder wer hat das Herzchen gerade gemacht. Und oh, guck mal, der ist ja hochinteressant. Dem folge ich auch. Da empfehle ich auch einige Sachen weiter, einige Beiträge, weil das cool ist. Da stehe ich hinter. Und bisher fand ich auch alles, was er macht, mit seiner Lebenseinstellung sehr korrekt. Wie ist denn deine Lebenseinstellung dazu? Interessierst du dich für andere? Kannst du deine Energie einbringen für andere? Ja, ohne dass du denkst, wenn ich das jetzt mache, bekomme ich einen Gegenwert und irgendwann, ja, irgendwann bin ich ganz, ganz oben. Natürlich darfst du denken, dass du einen positiven Effekt erzeugst. Aber du sollst nicht als Voraussetzung setzen. Ja, du solltest es als vorteilhaftes, ja, Ergebnis annehmen, ja, als quasi ein Resonanzbereich. Ja. Das Gesetz der Hermetik greift da ein. Ja. Wenn du etwas nach außen gibst, was gut ist, ja, mit einem guten Gefühl, dann wird auch etwas Gutes auf dich zurückkommen. Ne? Und in diesem Sinne werde ich jetzt hier einparken und aussteigen und einkaufen. Und ich hoffe, ja, das, was ich gerade erzählt habe, hat irgendetwas in dir bewegt. Auch wenn es nur ist, was labert denn der Typ? Ja? Aber das sollte es nicht sein. Es sollte was sein, was dir einen Mehrwert bringt. Und die meisten Menschen reden immer über Mehrwert, ja? Aber die Ansätze, um etwas mehrwertig klingen zu lassen in dir, die werden oft nicht erzeugt, weil eigentlich können die Menschen dir so viele Beispiele geben, wie du möchtest. Ja, aber wenn du dieses nicht in dir selber fühlst, ja, dieses Gefühl von, ich finde das prima, was ich gerade mache, und das, was der macht, finde ich auch sehr prima, finde ich super. Das interessiert mich aber sehr. Das wird auch bestimmt Freunde von mir interessieren, andere Menschen. Ja? Also, warum kann ich dann nicht die Verbindung erzeugen und von ihm etwas posten? Ne? Haut rein, bleibt gesund, euer Dennis. Ciao, ciao.